Felix die Mutter, Turnen. Kunstturnen, denke ich mal, sagt vielen was von Fabian Hambüchen. Genau das mache ich jetzt mittlerweile seit 18 Jahren ungefähr. Ja, beim Kunstturnen geht es um Eleganz, geht es um Akrobatik. Genau das ist meine Leidenschaft und das ist mein Beruf. Im Grunde ist es aufgebaut, es gibt immer ein Sprunggerät, dann ein Stützgerät und dann ein Hanggerät. Eben Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprungbahn und Reck. Mir liegen besonders die Sprunggeräte. Ich bin ein eher sprunggewaltiger Typ. Dafür kann ich überhaupt nicht Pauschenpferd turnen, was ich leider auch schon mehrere Male unter Beweis gestellt habe. Aber im Endeffekt müssen wir alles können und dementsprechend versuche ich alles ungefähr gleich zu trainieren, auch wenn mir manches Gerät mal nicht so viel Spaß macht. Ja, ich glaube, die erste war ein bisschen hoch, so überdreht. Ja, die anderthalb war ein bisschen drüber. Man muss den Absprung ein bisschen besser einteilen. Wir trainieren zweimal am Tag. Jede Trainingseinheit ist so roundabout 3 Stunden lang. Besteht eigentlich immer aus so einer 15 Minuten Erwärmungsphase. 15 Minuten Beweglichkeit, Spagate, Schulterbeweglichkeit. Eine halbe Stunde Vorbereitungstraining im Bereich Sauberkeit, Kraft und dann geht's an die Geräte. Da musst du ein bisschen länger warten noch unten. Die restliche Zeit wird eigentlich an den Geräten trainiert. Je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt liegt, ob man eher neue Sachen ausprobiert oder versucht, seine Übung zu turnen. Im zweiten Training dann eigentlich dasselbe nochmal und das 6-mal die Woche. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein bisschen früher löse und so reindrehe, dass ich den sicherer an die Stange bekomme, als wenn ich erst. Ja, das stimmt, stimmt. Nur dadurch hast du die Auslenkung. Ja. Mehr in Kovac reingehen? Ja, genau. Mehr in den Salto steigen lassen, Stange sehen und erst dann drehen. Okay, dann mache ich gleich mal noch ein. Ja, genau. Zuerst mal. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du drehst. Das ist ein bisschen zu früh. Ich habe seitdem ich 12 bin oder wahrscheinlich noch länger, noch nie ein Training ausfallen lassen, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig, zu motiviert und hätte wahrscheinlich auch ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich muss ja auch irgendwie vor meinem Trainer verantworten und vor mir selber. Und ich glaube, das könnte ich nicht. Die Motivation dafür nehme ich daher, dass ich den Sport einfach unglaublich liebe, dass ich meinen Traum verwirklichen kann, eventuell mal zu Olympia zu gehen, Weltmeisterschaften zu turnen, Europameisterschaften zu turnen. Und ich glaube, wenn man solche Ziele hat, dann ist man immer motiviert, wenn man weiß, durch hartes Training kann man das auch erreichen.